Weiter geht's mit einem neuen Reaction-Video. Ich möchte heute nochmal auf eines meiner alten Aquarien bzw. auf eines meiner alten Videos reagieren, weil euch das letzte Video echt gut gefallen hat und mir da super viel Spaß macht, auch für mich selber diese alten Videos nochmal durchzugehen, aber auch ganz besonders natürlich von der Qualität der Videos und auch vom Inhalt der Videos. Also wir gehen hier mal wieder auf meine Videoübersicht und ich sortiere das Ganze mal wieder nach älteste Videos zuerst und dann gucken wir mal, denn es gab noch ein Video, das hatte ich mir danach, als ich das erste Video aufgenommen hatte, nochmal schnell angeschaut. Wo ich jetzt nochmal konkret auf mit euch drauf eingehen wollte. Wo haben wir es? Ja, genau hier. Weil das erste Video ging ja auch so ein bisschen um Estimative Index. Da habe ich ja erklärt, wie ich meine Aquarien dünge. Das war dieses hier. Und jetzt gucken wir uns mal dieses an. Das kam also wahrscheinlich zwei Wochen später. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja, glaube ich, einmal wöchentlich veröffentlicht. Dann kam das wieder zwei Wochen später. Hier habe ich ja erklärt, wie ich meine Aquarien dünge, dass ich da also mit Estimative Index dünge. Und das ist jetzt sozusagen das Update-Video davon, Auswirkungen der Düngung auf meine Aquarien. Schauen wir mal. In diesem Video möchte ich dir ein kurzes Update zu meinem Aquarium geben, was ich jetzt seit ein paar Wochen... Okay, also schauen wir zuerst. Diese Perspektive ist irgendwie völlig... übertrieben nah. Also warum stand ich so nah vor der Kamera? Keine Ahnung. Wochen mit der Estimative Index Düngemethode Dünge. Ich muss ja sagen, so rückblickend, das Intro, viele von euch fanden das ja wirklich, wirklich gut. Und ich muss einfach sagen, für mich persönlich rückblickend, das sieht so billig aus. Das hätte einfach so viel professioneller sein können. Deshalb hatte ich dann ja auch irgendwann das Update-Intro gemacht und mittlerweile benutze ich ja gar kein Intro mehr. Fehlt euch das eigentlich? Also fehlt euch so ein Intro bei meinen Videos, so ein Branded-Intro? Weil ich muss eigentlich sagen, ich vermisse das gar nicht. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Also ich komme wirklich nicht darüber klar, wie nah ich da vor der Kamera stehe. Aber ich glaube tatsächlich, das lag daran, dass ich zu dem Zeitpunkt noch kein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv hatte und ich unbedingt diesen unscharfen Hintergrund erreichen wollte. Das, was ihr jetzt hier hinter mir ja auch seht, das wird erreicht mit einem sehr lichtstarken Objektiv. Damals war es einfach so, um diesen Effekt zu erzielen, kann man tatsächlich näher an die Kamera rangehen. Je näher ich an die Kamera rangehe, umso stärker ist die Unschärfe im Hintergrund. Ich glaube, das ist die Erklärung dafür, warum ich da so penetrant nah vor der Kamera stehe. Und in diesem Video möchte ich immer ein kurzes Update zu meinem Becken geben. Vor ganz genau einem Monat habe ich das Video zur Estimative Index Düngemethode gepostet. Ihr findet das auch nochmal rechts oben in der Ecke. Da habe ich euch erklärt, wie diese Düngemethode funktioniert und dass ich... Hört ihr, geht das Rauschen im Hintergrund? Das ist wahrscheinlich die Straße unten gewesen, weil, wie ihr da auch seht, ich benutze kein Ansteckmikrofon. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schlicht und ergreifend noch keine vernünftigen Richtmikrofone, die nur mich aufnehmen und nicht die komplette Umgebung dahinter. Es klingt sogar ehrlich gesagt so, als wäre bei dem Video gar kein Aufsteckmikro drauf gewesen. Ich hatte schon Aufsteckmikros, aber das klingt ehrlich gesagt so wie internes Mikrofon der Kamera. Und ich bin wirklich glücklich, dass ich mir sowas nicht mehr anhören muss in meinen aktuellen Videos und dass man mit vernünftigen Mikrofonen und einem vernünftig ausgestatteten Raum da kein blödes Rauschen mehr im Hintergrund hat. Ich jetzt wieder auf diese Düngemethode umstellen werde. Ich habe früher mein Aquascape schon immer mit Estimative Index gedüngt und ich habe jetzt zwischendurch mal was anderes ausprobiert gehabt, solche Komplettdünger ausprobiert gehabt, auch um zu sehen, wie gut sind sie und um zu sehen, wie wirkt sich das tatsächlich auf mein... Das ist übrigens auch richtig. Ich habe tatsächlich vorher, bevor ich mit YouTube überhaupt angefangen habe im Aquaristikbereich, ja auch schon Aquarien gehabt und Aquascapes betrieben und auch damals schon Estimative Index benutzt. Lustigerweise war damals mein Becken viel besser dafür geeignet als die Becken, die ich jetzt zu dem Zeitpunkt mit Estimative Index gedüngt habe. Becken aus und ich habe damit ja tatsächlich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Das Ganze seht ihr ja auch in einem meiner anderen Videos. Vor ziemlich genau einem Monat sah mein Becken halt echt mager bepflanzt aus. Also viele der Pflanzen sind abgestorben, viel von meinem Eleocharis SP Mini Teppich ist ein... Jetzt muss man da sagen, also einerseits sieht man, das war eben das Becken, wo Kies drin ist, ja, also noch kein aktiver Bodengrund. Mittlerweile würde ich ja wirklich sagen, es gibt für mich eigentlich wenig Gründe zu sagen, ich würde auf Soil verzichten. Soil hat für mich persönlich einfach nur Vorteile und so sähe der Bodendecker nämlich nicht aus, wenn das Soil drunter gewesen wäre. Jetzt muss man einmal zum besseren Verständnis erklären, ja, der Eleocharis-Rasen ist sehr, sehr dünn. Der sollte auf jeden Fall besser aussehen. Gerade bei Eleocharis hat aber mein letzter Vergleich im Twinscape, also der Soil gegen Kies-Vergleich, sehr eindeutig gezeigt, dass Eleocharis in Kies wirklich, wirklich schlecht wächst im Vergleich zu Soil. Alle anderen Bodendecker haben sich in Kies vergleichsweise gut geschlagen, aber Eleocharis, dem hat das wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass diese feinen Halme es nicht geschafft haben, genug Kraft aufzubringen, um sich überhaupt durch den Kies durchzuarbeiten. Bei der Massilia hirsuta, die
die ihr da seht, die braunen Blätter, die ihr dort sehen könnt, das ist tatsächlich normal. Neue Blätter von Marsilea hirsuta sind braun. Das ist kein Mangel an dieser Stelle, sondern das sind neue Blätter, die wirklich so aussehen müssen am Anfang. Hingegangen und ich habe dann einmal neu Marsilea hirsuta gepflanzt als Bodendecker und habe danach dann angefangen mit der Estimative Index Düngemethode. Und jetzt ist ein Monat vergangen und der Erfolg ist super sichtbar. Ja, also ich hätte selber. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Wobei ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, wenn das jetzt, also wenn die Aufnahme davor wirklich einen Monat vorher war und die Aufnahme jetzt dann einen Monat später, wo ich von ausgehe, weil ich habe damals auch meine B-Roll-Aufnahmen schon immer gespeichert. Übrigens, falls jemand das Wort B-Roll nicht sagen sollte, so bezeichnet man beim Film immer die sozusagen zweite Kamera, also Schnittbilder, Schnittsequenzen, die man einfließen lassen kann, um etwas zu untermalen. Und dann sieht das jetzt wirklich besser aus, ja, aber für einen Monat ist es trotzdem sehr mager, was ich jetzt rückblickend auf den Kies zurückführen würde. Ich habe nicht erwartet, dass sich das Becken so schnell erholt mit dieser Düngemethode. Das hat super funktioniert. Ihr seht, dass der Teppich sehr, sehr, sehr viel dichter geworden ist. Man sieht nur. Also ja, er ist dichter geworden, aber von dicht ist er natürlich selbst auch da noch weit entfernt. Neue Wurzeln, man sieht neue Triebe, alles wächst und gedeiht wirklich gut. Und das, obwohl ich jetzt im Endeffekt gerade mal viermal nachgedüngt habe. Ich mache das ja wöchentlich, weil ich einfach zu viele. Ja, das habe ich im letzten Video ja auch schon gesagt. Estimative Index wöchentlich düngen ist echt keine gute Idee. Rückblickend auch so ein bisschen verwunderlich, dass nach einer Woche dieser Methode da noch nicht viel mehr Algen aufkamen. Ich glaube, das lag dann in dem Moment auch einfach am fehlenden Zusammenhang zwischen Licht in dem Moment auch noch. Aber wöchentlich Estimative Index düngen und das hoch zu kumulieren, lieber nicht machen. Viele Tage in der Woche nicht hier bin, sodass ich nicht täglich düngen kann, sondern ich habe meinen Estimative Index auf eine wöchentliche Düngung umgerechnet und das bedeutet, ich habe bisher viermal gedüngt und das hat so einen Effekt für mein Becken gehabt. Das ist wirklich erstaunlich und das ist auch wirklich ein super positives Zeichen für euch, wenn ihr euch überlegt, wie sollt ihr euer Becken düngen und was wäre die beste Düngemethode für euch. Damit will ich euch einfach nur noch mal zeigen, dass die Estimative Index Düngemethode wirklich funktioniert und vor allem auch dann funktioniert, wenn ein Becken schon so ein bisschen im Eimer ist. Okay, also, ja, Estimative Index funktioniert, aber ich würde mittlerweile mich wirklich sehr davon distanzieren, dass ich sagen würde, ey, probiert auf jeden Fall Estimative Index aus, also wird für dein Becken voll gut funktionieren. Weil Estimative Index hat so hohe Eingangsvoraussetzungen, damit das für ein Aquarium wirklich gut und dauerhaft funktioniert, die dieses Aquarium beim besten Willen nicht erfüllt. Ja, also es ist viel zu wenig Pflanzenmasse in diesem Aquarium, um dort mit Estimative Index vernünftig langfristig Erfolge erzielen zu können. Und deshalb da diese Aussage möchte ich doch auf jeden Fall korrigieren und dir nicht mehr pauschal Estimative Index als sinnvolle Düngemethode empfehlen, sondern dir da wirklich empfehlen, wenn du dir unsicher bist, miss deine Werte und stell deine Düngung entsprechend darauf ein. Wenn du keinen Bock hast zu messen, völlig verständlich, aber dann benutze zumindest nicht Estimative Index als erste Düngemethode. Fang mit einem ganz normalen NPK und einem Eisenvolldünger an. Fang vor allem erstmal nur mit der Hälfte der angestrebten Dosis an, die hinten auf der Flasche steht, und taste dich langsam hoch. Also wenn viele Pflanzen schon verstorben sind, wenn ihr Algen drin habt, wenn ihr irgendwelche anderen Sachen drin habt, dass euer Becken nicht richtig läuft, wenn ihr den Eindruck habt, eure Pflanzen verkümmern, auch dann hilft es, auf die Estimative Index Düngemethode umzustellen. Ja, wie gesagt, also würde ich so nicht mehr sagen, würde ich auch so nicht unterstützen, diese Aussage. Ich bin jetzt selber hier nochmal das Beispiel, ja gerade mal 4 Wochen später und das Becken hat sich super erholt und wartet mal ab, wenn wir da jetzt nochmal 4 bis 8 Wochen warten, wie das dann aussieht. Aber ich muss sagen, ich freue mich rückblickend darüber, wie enthusiastisch ich damals von dieser Düngemethode gesprochen habe und auch von diesem Aquarium gesprochen habe. Also mir hat es damals auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das komplett zugewuchert sein. Das geht also echt schnell mit den richtigen Rahmenbedingungen natürlich. Aber ich bin sehr froh darüber, jetzt wieder auf Estimative Index umgeschaltet zu haben und dass mein Becken jetzt wieder so, so gut läuft. Ich kann dir deshalb nur empfehlen, beschäftige dich mit dem Thema Düngung. Ja. Das unterschreibe ich wieder vollkommen. Sehr, sehr wichtig, beschäftige dich mit dem Thema Düngung, denn das ist für fast alle Aquarien ein essentieller Punkt und vor allem auch ein essentieller Punkt, nicht nur für deine Pflanzen an sich, sondern auch zur Vermeidung von Algen. Ganz, ganz wichtig. Ich habe ja mittlerweile eine ganze Playlist zu diesem Thema. Ich blende euch auch nochmal oben rechts in der Ecke ein. Ich blende die auch jetzt nochmal hier oben rechts in der Ecke ein. Mal drauf, dann kommt ihr zu meiner Playlist zum Thema Düngung. Da sind viele verschiedene Videos drin, die sich mit dem Thema Düngung beschäftigen. Unter anderem auch ein wirkliches Einsteiger-Video, Grundlagen der Düngung, was ihr.
Und das kann ich dir auch immer noch empfehlen. Also müssen wir mal gucken, ob wir darauf vielleicht auch ein Reaction-Video irgendwann mal machen. Aber alles, was ich da gesagt habe, da stehe ich auch immer noch deutlich hinter. Euch auf jeden Fall ansehen solltet, um wirklich zu verstehen, welche Nährstoffe braucht so eine Wasserpflanze, wie kommen die in das Becken rein und in welchem Verhältnis müssen diese Nährstoffe im Becken drin sein und was sind noch andere Faktoren, die da Einfluss drauf haben, wie eure Pflanze in eurem Becken wachsen. Schaut euch das auf jeden Fall an und dann, wie gesagt, die Assimilative Index Düngemethode, die stelle ich auch nochmal in einem separaten Video vor. Ja, und das Video ist auch weiterhin empfehlenswert. Und ganz im Ernst, in dem Video, wo ich dir die Assimilative Index Düngemethode vorstelle, sage ich auch, dass das täglich gedüngt werden sollte. Ja, und dann mache ich es selber nicht. Also ist mir selber so ein bisschen unklar. Also ja, klar, ich weiß, warum ich es gemacht habe, weil ich halt häufig nicht zu Hause war und das deshalb nicht sinnvoll gewesen wäre, beziehungsweise ich eine tägliche Düngung schlicht und ergreifend nicht hätte umsetzen können. Aber dann hätte ich ehrlich gesagt eine andere Düngemethode wählen müssen. Ich kann sie euch wirklich ans Herz legen und ich bin wirklich immer wieder begeistert, wie simpel das ist, weil ihr müsst keine Wasserwerte testen, ihr müsst nicht genau ausrechnen, wie viel Dünger ihr im Becken haben müsst, sondern das alles basiert darauf, dass ihr schätzt, wie viel eure Pflanzen wo verbrauchen und sich die Pflanzen dann einfach das nehmen, was sie brauchen und ihr immer genug Nährstoff bereitstellt, damit die Pflanzen niemals in die Situation kommen, dass nicht genug Nährstoffe mehr da sind. Ja, das ist die Essenz von Assimilative Index, aber das setzt halt auch voraus, dass genug Pflanzen da sind. Wie gesagt, das funktioniert bei... Das sind nicht genug Pflanzen. Bei mir super, ich bin sehr froh darüber und ich freue mich auf die nächsten 4 Wochen, um zu sehen, wie sich mein Becken da noch weiterentwickelt. Also an dieser Stelle blende ich dir jetzt noch 2 weitere Videos ein, schau sie dir auf jeden Fall einmal an. Wie gesagt, beschäftige dich mit dem Thema Düngung, dann wird auch dein Becken sich auf jeden Fall erholen, wenn du vielleicht Wuchsschwierigkeiten hast oder du kannst deinen Wuchs damit auf jeden Fall noch verbessern. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Guter Hinweis. Und ich sehe euch im nächsten Video. Haut rein. Wie ich dann so seitlich aus dem Bild rauslaufe, ist auch sehr, sehr gut. Ja, also es ist schon wirklich lustig, gerade so filmisch sich das alles nochmal anzuschauen, wie das Ganze früher aussah. Ah, guck mal, da kann man es sogar sehen. Jetzt im Bilderrahmen, das war so ein Glasbilderrahmen, das ist tatsächlich die Canon G7X gewesen, mit der ich da gefilmt habe. Und das muss deshalb auch das interne Mikrofon gewesen sein. Ja, das erklärt dann nämlich auch den Ton, warum der halt so mäßig war und warum man alles drumherum gehört hat. Ja, soviel also zu dem Video. Wie gesagt, einige Aussagen würde ich so wirklich absolut nicht mehr treffen und würde ich auch jetzt sagen, setzt das nicht um. Dafür sind ja auch genau diese Reaction-Videos jetzt gedacht, damit ich halt ein paar Fehler, die ich früher gemacht habe und die ich früher auch so kommuniziert habe, weil ich es zu dem Zeitpunkt schlicht und ergreifend nicht besser wusste, jetzt aber ausbügeln kann und dich jetzt davor bewahren kann, die auch zu machen, weil das war kein guter Ratschlag aus dem Video. Ich hoffe aber, dass dir dieses Video deshalb einen guten Ratschlag geliefert hat. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du noch weitere von diesen Reaction-Videos auf meine alten Videos sehen möchtest. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Video wieder.